Sag mal, was ist denn das hier für eine Kackgegend? Ich meine, hier ist es schön und so, aber unterschlupftechnisch ziemlich ungünstig, weil du einfach nirgendwo Deckung hast. Ich glaube natürlich auch, dass ich hier schon mal war. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So eine richtig felsige Gegend wäre eigentlich mal echt geil. Mhm. Kannst du nochmal zurück zu der Klippe gehen? Apropos Klippe, ich glaube, das hier ist eine Klippe. Hm. Bambi! Sieht schick aus, aber... Alter, was? 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 It's magic. Was war das denn? Ist in der Spalte verschwunden. Oh, hoppla. Aua. Sag mal, wo kommt denn das ganze Wasser her? Es regnet doch gar nicht. Ich verstehe es nicht. Haben wir hier irgendwelche Spalten dazwischen? Weil hier diese komischen Dinger wieder rumstehen irgendwo. Oder auch nicht. Ist nur ein kleiner Baum. Ich dachte, oh, guck mal. Ein Regenbogen. Ah. Und der Typ hat schon wieder Hunger, es ist unfassbar. Der Regenbogen liegt bestimmt nur an den Beeren, die du vorhin gegessen hast. Okay, ich warte immer noch auf das Einsetzen der lustigen Farben. Ach Mensch, das ist der Krokodilsee. Ich finde ihn super, wir sollten hier bleiben. Tja, wenn die innere Stimme das sagt, dann bleiben wir natürlich hier. Ich dachte mir gerade, was ist denn das für ein komischer Ast? Und ich dachte mir gerade, steigt er da jetzt wirklich drauf? Sollen wir es probieren? Ja, bitte. Um Gottes Willen. Das wird witzig. Du hast nur gute Ideen. Ach schau, der tut dir ja gar nichts. Hallo. Hallo. Du sollst ihn nicht hauen. Hallo. Er war nett zu dir, jetzt sei du auch nett zu ihm. Na. Wie der Typ schreit. Der leidet mehr wie das Krokodil. Pam tot. Ah! Jetzt hast du dir keine Freunde gemacht. Das gehört mir. Geh weg. Ah! Oh, da ist noch so eins. Leck mich am Arsch. Nimm den Kopf mit. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Ihr Pisser. Fick dich. Falscher Gegner. Falscher Gegner. Falscher Gegner. Aus. Fluffy, aus. Die sind super. Du hast den Kopf vergessen. Ja, ich würde den Kopf ganz gern holen, aber Fluffy hat was dagegen. Sag mal schauen, ob er auf den Einhörner losgeht. Das wäre zu geil. Er macht nichts. Okay, ich hol den Kopf. Wo ist der Kopf? Oh, da links! Ist links! Ah! Warum geht ihr nur auf mich los? Ihr seid scheiß Mobbing-Viecher. Ja, die Viecher waren wahrscheinlich dressiert, deswegen hat dir der eine auch nichts getan. Gottes Willen. Das Schlimme ist, angeblich sind die so stark, dass sie dich mit einem Biss töten können. Ja, realistisch. Ich will aber den Kopf haben. Der andere Einwohner ist verschwunden. Hol Wilfried raus, er wird uns helfen. Ich habe Wilfried nicht mehr dabei. Ach, jetzt kommt da noch ein Kannibale, oder was? Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn hier los? Vielleicht solltest du lieber verschwinden. Ich will jetzt aber diesen Krokodilskopf. Ist der da gerade gespawnt? Ich habe es genau gesehen. Krokodil bewacht seinen Kopf. Ich finde es faszinierend, dass die Typen uns noch nicht angreifen. Ja, irgendwie finden die das ganz spannend, was du da gerade machst. Alter! Jetzt kommen sie. Ja, ich hör's. Klingt ziemlich merkwürdig. Ich muss so gucken, wo die Krokodile sind. Vor den Typen habe ich nicht wirklich Schiss. Hoppla. Laufen, Kopf mitnehmen! Ja! Hallo Frank! Alter! Wie süß der hinterher hoppelt. Den sollten wir auch aufnehmen. Das ist bestimmt eine gute Idee jetzt hier. Oh nein, Frank! Frank! So ein Scheiß. Schwimmst du gerade wirklich in einem See voller Krokodile? Stimmt, das war keine gute Idee. Da ist schon wieder eins, oder? Ein fliegendes, ja. Zieh ihm am Schwanz.
Hallo! Hallo! Lauf! Wo ist es? Vor dir. Ach, guck mal, er hat seinen kleinen Bruder mitgebracht. Warum tut er dir denn jetzt nichts? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Der stand da drauf. Oh, Adora Vera und noch eine und... Jetzt hab. Nee. Ha! Ich häng fest. Kuscheln! Ich vergiss es, hier wird nicht gekuschelt. Hilfst du es mir? Leck mich doch am Arsch! Oh, ja. Schön. Oh, ja. Okay, jetzt ist Zeit abzuhauen. Ich hab's verstanden. Okay, ich bin schon weg. Wenigstens kann man jetzt einen Ort abhaken, wo wir kein Lager aufschlagen. Ach, warum denn? Die sind doch voll nett. Nein, finde ich nicht. Die beißen ein bisschen, ja, aber ansonsten kann ich die auch essen? Die kann man scheinbar auch essen. Wie er sich einfach erstmal alles in den Mund stopft, was er ja, so findet. Ja, wie willst du es denn sonst rausfinden? Ach, da geht's wieder in Richtung Schneelandschaft da vorne, oder? Was machen die hier? Was machen die ganzen Schildkröten hier? Verstehe ich nicht. Das ist mir suspekt. Das ist jetzt wahrscheinlich das andere Ende vom See. Mhm. Was ist denn das da rechts? Ach, das sind irgendwelche Bauten von den Einwohnern, glaube ich. Vielleicht kann man die ja nutzen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur, dass da wieder unsere Lieblingslurche rumlaufen. Ja, aber schau mal, die sind doch vom Boden weg, da bist du doch sicher. Ja, aber da kommst du ja nicht rein. Da ist ja alles zu. Da hinten. Ah, aha. Also, ich würde dann ganz gern... Hallo? Das ist doch eine super Idee für ein Lager. Ich bin zu fett, ich passe nicht rein. Weil du mal so viel fressen musst, Mann. Ach, die Blaubeeren. Koffer. Knack, Bein durch. Wie soll man denn an die rankommen? Die sind ja unter Wasser. Das geht später bestimmt mit dem komischen Atemgerät. Ja, nee, weil du unter Wasser keine Waffen benutzen kannst. Toll. Voll für den Arsch, ja. Ach, ernsthaft, ich lass diesen rosa Koffer jetzt einfach Koffer sein und die arme Leertaste. Oh, ist aber eine schöne Gegend eigentlich. Also wenn die Krokodile nicht wären. Ich finde die immer noch nett. Was ist das denn? Ein Laptop. Hoppla. Du kannst doch nicht einfach... Ja, fick dich! Fick dich! Ohne Scheiß! Ich glaube, das war seiner. Alter, hab ich gerade einen Schock bekommen. Oh, schön. Du blödes Mistvieh. Ich finde die super. Wir lachen da. Sogar die Einwohner lachen dich aus. Ach so, apropos. Guck mal. Oh, schön. Schlafen die da? Nee, glaube ich nicht. Vor allem, das sind gar keine Einwohner, das sind... Da hinten kommen Einwohner. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier ab. Ich, Geh. Ich lauf mal kurz. Irgendwohin, wo Wasser ist. Ich habe gelernt, die Typen sind wasserscheu. Ja, genau so schaut das da hinten auch aus. Das ist jetzt natürlich ganz klasse hier. Ach, lecker. Ist ja echt schön. Jo. Cool. Ach, geil. Das sieht doch nach einem Ort aus, wo man was basteln kann. Ach, cool. Guck mal, man... Da geht's unten durch. Kann man da durchtauchen? Ja, man kann durchtauchen. Oh, Grafikfehler. Komm ich wieder zurück? Netter kleiner Grafikfehler. Aber hier schaut's echt nett aus, ja. Vor allem hier hast du deine Felsen mit Deckung und so. Das stimmt. Und Bäume. Das stimmt. Wir sind hier an der Grenze zur Winterlandschaft. Auch perfekt für Expeditionen und so.
das Wasser zum Trinken. Stimmt, ich kann da raustrinken. Ich brauche eigentlich nur noch so einen komischen Pott. So einen Pisspott.